In diesem Jahr bringen wir den Segen auf anderen Wegen. Aus dem Evangelium nach Matthäus. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde erschaffen hat. Lass uns beten. Guter Gott, bei der Geburt deines Sohnes hast du der Welt Freude und Hoffnung geschenkt. In dieser schwierigen Zeit bitten wir dich, segne diese Sternenherzen. Dass sie wie einst die heiligen drei Könige ein Zeichen dafür seien, dass du Hoffnung, Freude auch uns in unseren Häusern schenken willst. Sei ein Segen für die Kinder in der Ukraine, für die Menschen, die auf unsere Hilfe vertrauen, und begleite sie und uns mit deinem Segen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dazu einfach die Information auf dem Flyer durch. Unsere Sternsingerinnen und Sternsinger werden am 10. Januar von 10 bis 12 Uhr vor der Kirche stehen und ihren Segensspruch alle halbe Stunde aufsagen. Auch hier können Sie gerne wieder spenden. Achten Sie darauf, genug Abstand zu halten. Zudem bieten wir an, Segensboten zu sein. Das heißt, wir werden Ihnen kontaktlos wegen Segenspakete in den Briefkasten einwerfen. Melden Sie sich dazu bitte bei Frau Schade vom 6. bis zum 8. Januar in Papero an. Sie wird von 10 bis 12 Uhr Ihren Namen und Ihre Adresse notieren. Vielen Dank, Ihre Sternsinger der Gemeinde St. Peter und Paul Athen. Frieden unser Wohlgefallen bietet Gott den Menschen an. Alle sollen leben können und Gott ihren Vater nennen. Drum helft mit, fangt an zu teilen, dann werden alle Wunden heilen. Diesem Hause Gottes Segen, Glück auf allen euren Wegen. Hier in Heilig Geist wollen wir gerne den Sternsinger Segen weitergeben am 10. Januar 2021 in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr. Können Sie die Sternsinger hier antreffen? Wem das nicht gelingt, kann sich im Farbüro melden. Den werden wir dann nochmal anfahren und Segenstütchen in die Briefkästen werfen. Alles Gute! Am 10.01. gibt es in St. Mauritius die Möglichkeit, von 10 bis 15 Uhr sich in der Kirche einen Segen to go abzuholen. Kommen Sie gerne vorbei und schauen sich den Segen in Form eines Videos an und nehmen ein Segenstütchen mit nach Hause. Falls Sie nicht vorbeikommen könnten oder möchten, melden Sie sich gerne vorher bei uns, dann bringen wir die Segenstütchen auch vorbei. Ein Stern, ein Stall in kalter Nacht, Gott selbst, ward so zur Welt gebracht. Die Liebe hüllte warm hinein, Kerzen, Licht und Feuerschein. Ein Stern, ein Zeichen für die Welt, das Liebe auf die Erde fällt. Liebe gilt und Maß und End, auch den der Gott noch gar nicht kennt. Ein Stern für Lichtung durch die Zeit, von jedem Kind das Ehrenreich. Die Liebe Gottes wachsen kann, in jedem Kind und Frau und Mann. Ein Stern, der Könige einst führt, der heute Gottes Volk berührt, soll Zeichen für die Liebe sein, Gott, das kein Mensch getan hat. In der Kirche St. Josef in Hattingen-Belpa gibt es am 10. Januar die Möglichkeit, zwischen 10 und 12 Uhr zu jeder halben Stunde hier in die Kirche zu kommen. Dort wird sich jeweils eine Gruppe der Sternsingerinnen und Sternsinger befinden.
den Segensspruch aufsagen und für alle Menschen gibt es die Möglichkeit, den Segen mit nach Hause zu nehmen, für die Aktion zu spenden und für die Kinder ein paar Süßigkeiten zu hinterlassen. Im Anschluss sind auch noch Segensboten in Welpa unterwegs, um den Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, hier in die Kirche zu kommen, den Segen dennoch nach Hause zu bringen in kleinen Papiertütchen. Wir grüßen dieses Haus und wünschen euch allen von Herzen das göttliche Wohlgefallen. Gott möge euch allen Gesundheit verleihen, der Arbeit und Liebe sein. Christus möge im Haus wohnen für jede Wohltat und euch reichlich beruhigen. Er segne das Haus, er möge es führen. Das schreiben wir heute auf die Spende der Türen. Der Sternsinger-Segen to go kann in der Kirche St. Johannes Baptist in Blankenstein am 10. Januar in der Zeit von 10 bis 12 Uhr abgegeben werden. Dann sind auch einige Sternsinger da und werden zwischendurch den Segen sprechen. Heller denn je, Kindern Halt geben, das ist das Motto unserer diesjährigen Sternsinger-Aktion. Helfen Sie mit, dass das Licht heller strahlen kann. Danke an alle Beteiligten vor Ort, an alle Erwachsenen und Kinder, die als Sternsinger, Begleiter und so weiter dabei sind bei dieser Aktion, auch in diesem Jahr. Helfen Sie mit, indem Sie den Segen annehmen, den die Kinder Ihnen spenden möchten. Und helfen Sie mit, indem Sie selber spenden, um Kinder zu unterstützen auf der ganzen Welt.